Moin, moin und hallo zusammen. Wir fahren heute in Tübingen rum, ausnahmsweise mal nicht im Schwarzwald. Obwohl ich heute schon im Schwarzwald war, allerdings nicht mit dem Motorrad, sondern mit dem Auto, um dort mal wieder ein wenig zu wandern. Da habe ich ja kürzlich ein Video dazu gemacht. Ich verlinke es mal in den Endcards. Diesmal ging es wandern in der Region, so ganz ungefähr rund um den Bubbelsee, falls ihr das kennt. Auf jeden Fall oberhalb von 1000 Metern, was den höchsten Regionen im Schwarzwald dann durchaus entspricht. War wie immer sehr nett, wenn halt nicht, also es gab zwei Dinge, die gestört haben. Zum einen war der Einstiegspunkt der Tour eine Skipiste, wo morgens um 9 Uhr schon Malle ist nur einmal im Jahr mit 300 Dezibel lief. Und als ich zurückkam, hat es dort live Blasmusik gehabt. Naja, beides nicht so mein Fall. Unterwegs war die Hälfte der Strecke sehr viel Ruhe und die andere Hälfte der Strecke konnte man dummerweise die B500 hören. Primär mal Reifenabrollgeräusche, aber natürlich alle 2 Minuten ein zu lautes Motorrad. Also, ich hatte es ja in dem anderen Video schon erwähnt. Leute, ich weiß schon, warum das die ganzen Proteste gibt und warum da die Strecken gesperrt werden. Weil das muss man sich einfach nur mal ein paar Stunden anhören. Ja, dann ist die Sache völlig klar. Ja, das ist, da kann man doch so oft sagen, ja, aber es gibt ja auch laute Autos und blubdiblub. Ja, das ist egal. Ja, das sind einfach derart viele Mopeds, die da so unglaublich laut sind. Ja. Das, das geht einfach nicht. Ne? Aber darüber wollte ich gar nicht reden. Warum war ich denn wandern im Schwarzwald? Ja, weil ich heute nicht Fahrrad fahren konnte. Warum konnte ich denn nicht Fahrrad fahren? Weil das Fahrrad kaputt ist. Ja, was ist passiert? Ich war vor einer Woche unterwegs, bin in Tübingen einen steilen Berg raufgefahren. Und dabei ist die Kette gerissen. Ja, an dieser Stelle verzichte ich mal auf die Kommentare zum Thema Kette, insbesondere im Zusammenhang mit Motorrad. Aber wie auch immer, auf jeden Fall ist die Kette gerissen. Woran lag's? Es kommen eigentlich nur 2 Varianten in Betracht. Entweder an meiner überbordenden Kraft oder Fahrrad ist jetzt, ich glaube, knapp 15 Jahre alt, wurde nie wirklich gewartet oder gepflegt oder sorgfältig behandelt und ich denke mal, da hat einfach der normale Verschleiß jetzt zugeschlagen. Ja, was mache ich jetzt mit dem kaputten Fahrrad? Also wie gesagt, das Ding ist, ich glaube irgendwie knapp 15 Jahre alt, so genau weiß ich es gar nicht, ist so eine Art Trekkingrad, damit er mal so eine Vorstellung bekommt, also keine Scheibenbremsen, das war mir damals noch zu teuer, aber Shimano XT-Komponenten teilweise und vorne gefedert. Jetzt habe ich mir gedacht, okay, Fahrrad ist kaputt, Fahrrad ist schon reichlich alt, klarer Fall, ein neues Rad muss her. Variante 1, ich nehme so ein Rad ohne Motor. Das kostet, so wie ich mir das vorstelle, wieder so eine Art Trekkingrad, wieder mit, ähnliche Ausstattung, also durchaus ein bisschen wertiger. Allerdings jetzt noch kein Carbon-Zeug oder sowas. Ja, da lande ich irgendwo bei 1500 plus minus. Ja, also kann auch 1,4 oder 1,7 sein. Ja. Boah, das ist ja schon mal eine Ansage. Ne? Also das ist Variante 1.
Variante 2, ich kaufe ein normales Fahrrad, also sprich eins mit Motor. Da gibt es ja diese zwei Arten, ja, entweder Pedelec kann man nur bis 25 km/h fahren oder S-Pedelec bis 45 km/h. Ja, 45 klingt besser als 25, allerdings braucht man dann Kennzeichen, Versicherung, darf auf dem Radweg normalerweise nicht fahren und. Also kann man alles vergessen, ja, da holt man sich besser irgendwie ein E-Moped oder ein E-Roller oder sowas. Und deswegen habe ich mir gedacht, okay, dann halt so 1 bis 25 km/h. Ja, das in ja, ähnlicher Ausstattungsqualität. Dann allerdings mit einem Motor, der auch ein bisschen Wumms hat. Ja. Ich glaube so Bosch Performance CX oder CE oder so ähnlich. Weiß nicht genau, wie die gerade heißen. Und ein Akku mit entsprechender Reichweite. Ja, da landet man dann zusammen irgendwo bei, naja, 2.500 bis 3.000 Euro. Jo, das ist ja schon mal deutlich teurer. Und dann habe ich mir gedacht, ja, wenn ich jetzt so ein Pedelec habe, dann fahre ich ja vielleicht auch ein bisschen weiter als bislang. Und in Tübingen hat es halt viele schöne Berge und die hatte ich bislang, ja, bin ich halt noch nicht auf jeden Berg rauf, weil ist ja anstrengend, ne? Da könnte man mit dem Pedelec drauf fahren. Dann hat es größere Waldgebiete mit vielen Waldwegen und Schotterwegen und dergleichen. Und da könnte man mit dem Pedelec dann natürlich auch ein schön bisschen rumfahren. Ah, das heißt, wenn ich jetzt aber so über Waldwege, Schotterwege rede, das heißt, das Rad darf dann auch gerne ein bisschen, ja, offroadiger, wie soll ich sagen, ausgestattet sein. Ja, das muss jetzt kein Mountainbike sein. Und so die klassischen Mountainbikes, die haben ja auch nur so kleine Räder, da passe ich gar nicht richtig drauf und so, das geht dann nicht. Aber nichtsdestotrotz, es gibt ja auch die Trekkingräder, die dann ein bisschen aufgebrezelter sind oder so, gibt ja so Mountainräder, die dann auch entsprechend größere Rahmen und Reifen haben oder Räder haben viel mehr. Reifen vielleicht ein bisschen breiter und so. Ja, weiß ich nicht genau. Und gerade wenn man dann so Schotterpiste fährt, habe ich mir gedacht, naja, okay, gibt ja dann auch welche, die sind dann voll gefedert, das heißt, die haben hinten am Hinterrad quasi auch noch mal eine Federung. Das wäre natürlich auch ganz nett. Macht die Sache natürlich noch mal teurer. Da habe ich mit ein paar Kollegen gesprochen. Nanu, was ist das denn? Achso, er fährt hier ohne Schutzausrichtung. Dann darf er das natürlich. Kein Thema. Ja. Alles klar. Ich sag nichts mehr. Ja. Ja, ich habe mit einem Kollegen gesprochen, der sagte, ja, wenn du da bereit bist, ein bisschen Geld auszugeben und mit der Schaltung und so, das ist natürlich immer so ein bisschen doof. Guck doch mal, da gibt es da mittlerweile auch Nabenschaltungen, die sind echt super. Ja, also gerade so zum Zeitpunkt der Aufnahme, ja, Sommer, Herbst 2021, so State of the Art, zum Beispiel so eine Roll-Off-Narbe, ja, in unterschiedlichen Ausführungen. Und der Top-of-the-Range-Modell ist halt auch relativ gut. Ja, habe ich mir gedacht, okay, ob Narbe oder Kettenschaltung ist eigentlich egal. Dann habe ich aber gesehen, dass diese teuerste Variante von dieser Narbenschaltung, die kann elektronisch geschaltet werden. Ja? Das heißt, es gibt gar keinen Wadenzug mehr von der Schaltereinheit am Lenkrad hinten zur Narbe, sondern es wird elektronisch gemacht. Ich glaube, tatsächlich geschaltet wird das Ding immer noch mit einem Seilzug, aber die Steuerung dieses Seilzugs ist da quasi elektronisch. Naja. So, jetzt müssen wir mal gucken hier. Wunderbar. Könnte man sagen, naja, es ist ja nur so ein Bequemlichkeitsding. Ja, ist es normalerweise auch. Was macht er denn da? Er pisst erstmal in die Natur. Das gibt es ja gar nicht hier. Unglaublich, ja. Unfassbar. Habe ich noch nie gemacht. In meinem ganzen Leben noch nicht.
Wieder zurück zum eigentlichen Thema. Besser ist das. Ja, wenn man jetzt aber so eine Rolloff-Narbe mit dieser elektronischen Schaltung kombiniert mit so einem Bosch-Motor, dann ist es so, dass die Steuerelektroniken von beiden Systemen können miteinander sprechen. Ja. Das heißt, ich sage, okay, jetzt bitte den Gang hochschalten, und dann ist das so ähnlich wie beim Quickshifter beim Motorrad, da ist es ja auch so, dass da nicht einfach der Gang reingeprügelt wird, sondern es wird halt geguckt, okay, gibt es halt gerade Schub- oder Zugbetrieb, wie ist gerade das Drehmoment und so, ne? Und dann wird einfach so der günstige Schaltpunkt zum Zeitpunkt zum Schalten sich dann rausgesucht. Ne? Und so ähnlich ist das da auch. Ne? Also zumindest wird auf das Drehmoment geguckt, und ja, wenn das halt gerade, ja, wenn man so im Todpunkt ist beim Treten, dann wird eben der Gang reingemacht. Das heißt, ja, das ist natürlich dann alles super smooth und schön, und ja, das spricht natürlich alles so mein Haben-Wollen, Elektronik, Spielerei, Gadget-Gen im Gehirn an, ja. Also das finde ich dann schon richtig toll. Ja. Wenn ich allerdings mir sowas hinkonfiguriere und dann eben noch so ein bisschen Offroad-tauglicher, ah, da sind wir dann aber schon in der Region bei 7.000 Euro. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ja, und 7.000 Euro für ein Fahrrad. Also, ich weiß ja nicht, ich weiß ja nicht. Ne? Und jetzt weiß ich halt nicht, was ich machen soll. Ja, das ist halt wieder so ein... Also für die 7.000 Euro... könnte ich natürlich viele schöne andere Dinge tun. Ja. Da könnte ich so eine geführte Mopedtour durch Südafrika buchen. Da könnte ich x-fach sonst wo auf der Welt in Urlaub hinfahren. Da könnte ich mir alles mögliche Zeug für einen Computer kaufen. Da könnte ich mir vielleicht einen neuen E-Herd kaufen. Da könnte ich einen Teil der Wohnung renovieren. Und ich weiß nicht was alles. Ja. Und alles das, Frosch im Hals, habe ich halt bislang nicht gemacht, weil mir das schlichtweg zu teuer war. Ja. Ja. Naja. Auf der anderen Seite, ich werde ja jetzt auch nicht jünger und so, ja, und nicht falsch verstehen, also ich muss durchaus weiter arbeiten gehen, also ich habe jetzt auch nicht im Lotto gewonnen oder so. Aber nichtsdestotrotz, sag ich mal, mit den Ersparnissen ins Grab zu geben, macht natürlich auch keinen Sinn. Ja? Und körperliche Gebrechen nehmen ja auch eher zu. Wer weiß, wie lange ich mit dem Fahrrad noch so durch die Gegend fahren kann. Hm? Ah, ja, natürlich, ja, ich weiß schon, was ihr denkt. Ihr sagt, ja, wieso? So ein teures Fahrrad brauchst du doch auf gar keinen Fall. Ja, natürlich brauche ich das nicht. Es geht ja nicht ums Brauchen, sondern ums Haben wollen. Ne? Freilich kenne ich mich auch gut genug, dass ich weiß, na okay, mit dem Rad fahre ich dann 5-mal im Jahr tatsächlich mal durch den Wald oder so eine längere Tour. Und ansonsten steht es halt nur in der Tiefgarage rum. Ne? Und das macht ja auch wieder keinen Sinn. Also ja, alles schwierig, schwierig, schwierig. Was sagt ihr? Ach so, es gibt noch eine dritte Variante. Ja, genau. Hm, können wir vielleicht auch noch kurz drauf eingehen. Ich könnte natürlich einfach das alte Fahrrad reparieren lassen. Weil letztendlich ist ja nur die Kette gerissen. Neue Kette, rechnen wir mal großzügig 150 Euro, wenn ich es hier von so einer Tübinger überteuerten Werkstatt machen lasse. Und selbst, ja, wenn ich alles andere, was notwendig ist, auch noch machen lasse, also ich meine, wie gesagt, das Rad wurde nur einmal so ein bisschen gewartet. Das heißt, da braucht es sicherlich auch ja, neue Felgen, neue Reifen, neue Bremsbeläge, neue Bauzüge, neue Kassette hinten, neues Tretlager vorne. Also im Grunde alles neu, bis auf Rahmen und Lenker. Aber selbst dann bin ich dabei, ja, weiß ich nicht, wie viel das kostet, 500, 600 Euro oder so, schätze ich mal, bin ich dabei.
Ich wüsste mir natürlich die vorwurfsvolle Blicke von der Fahrradwerkstatt in Tübingen hier gefallen lassen. Denn Tübingen ist ja so ein bisschen speziell. Ja? Also normalerweise, also hier kann man aber auch echt extrem schlecht gucken. Da ist das Stoppschild mal berechtigt. Hier geht's rum. Ja, also normalerweise würden ja die Hipster in der Werkstatt leuchtende Augen bekommen, wenn ich da mit meinem Rad hinkomme und sagen, oh Gott, wie sieht das denn aus? Hier können wir mal so richtig Umsatz machen. Aber in Tübingen ist halt mehr so, also ich fürchte, läuft mehr so, ich werde halt schräg angeguckt und dann ist es, oh Gott, ja, was ist das denn? Das ist ja, mit was kommen Sie hier denn an? Nein, sowas reparieren wir nicht. Und außerdem sind wir total ausgebucht, weil hier müssen wir noch 300 Lastenfahrräder vor Ihnen reparieren. Ja, das ist so ein bisschen schwierig. Aber nichtsdestotrotz, in meinem Vettel hat letzte Woche eine Fahrradwerkstatt aufgemacht, eine neue. Und die suchen noch Kundschaft. Und da könnte ich halt einfach das Rad 200 Meter hinschieben und dann wird die das einmal durchrepariert. Jetzt kann man schon wieder nichts erkennen, weil ich hier gegen die Sonne fahre. Aber hier zum Beispiel ist Speer Racing. Ja? Alles neu gebaut, alles picobello. Ja? Und die machen ja so Rennstreckentrainings für Mopeds. Ja? Fände ich auch mal ganz interessant, sowas zu machen. Ja? Könnte ich halt statt dieses 7000 Euro Fahrrades, da könnte ich halt, ich weiß nicht, wie viele Rennstreckentrainings machen. Ja, das ist halt, ach, ich weiß nicht. Ich tue mich echt schwer mit solchen Entscheidungen. Ja? Obwohl ja der, also eigentlich bin ich recht entscheidungsfreudig, ja, also auch im Beruf und so. Also ist jetzt nichts, dass ich Entscheidungen ewig vor mich hinschiebe oder so, sondern eigentlich behaupte ich, dass ich da einigermaßen fix bin. Aber im Privaten, und wenn das dann gerade so diese Fragestellungen sind, Dinge, die ich haben will, die ich aber eindeutig nicht brauche und total überteuert sind, das ist schwierig. Wahrscheinlich bin ich deswegen auch kein Apple-Benutzer, ja? Weil da ist es ja so, dass die Dinger alle total überteuert sind und man die nicht wirklich braucht. Ja? Also, und diese Apple-Jünger, die aber trotzdem haben wollen, die haben offenbar keine Probleme, sich dieses ganze Zeug zu kaufen. Ach ja, was mache ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich, es ist wieder so ein Video, wo ich tausendmal sage, ich weiß es nicht. Aber ich weiß es ja tatsächlich nicht. Ich meine, wir haben ja auch, wenn ich einfach gar nichts mache, ist halt auch schlecht. Ja, ich meine, wir haben 4% Inflation. Ja, ich meine, da so löst sich das Problem dann irgendwie von alleine. Ja, nein, aber. Also wahrscheinlich, so wie ich mich kenne, werde ich jetzt erstmal gar nichts tun. Denn die Sonne steht tief, man merkt es. Das Jahr ist bald zu Ende. Wir haben jetzt Mitte September. Und ja, ich glaube so ab Mitte Oktober fahre ich typischerweise eh kein Fahrrad mehr. Weil da wird es dem Herrn mir so nämlich ein bisschen frisch auf dem Rad. Das heißt, ich werde wahrscheinlich sagen, okay, dann gibt es halt die nächsten 4 Wochen kein Fahrradfahren mehr. Muss ich halt nochmal wandern gehen, ist ja auch nicht das Schlechteste. Und ich überlege mir dann erst im Februar oder so, was ich wirklich machen werde. Ja, genau. Das ist doch eine gute Variante. Ja. Das könnte ich doch einfach tun. Und wenn ich gerade mal so drüber nachdenke, ich glaube, das ist auch... Ja, ich bin mir fast sicher, das ist auch finanziell das Attraktivste. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.